Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, da kommt er dann raus, der Güterzug, der da hinten die Güter holen soll, beziehungsweise Lebensmittel. Und die soll er dann nach Wolfsburg bringen. So, bauen wir mal weiter. Wir machen das nicht im Pausenmodus, denn wir wollen noch ein bisschen Geld verdienen. Gab ein paar Fragen in den Kommentaren, warum ich so oft im Pausenmodus baue. Das ist so eine Angewohnheit, die habe ich von Trainfieber übernommen, denn da... Ja, da wird man dauernd gestört von Meldungen, dass Fahrzeuge ersetzt werden sollen, weil wir das nicht mehr gemacht haben. Und die Monatsupdates, die führen halt zu Rucklern und. Und deswegen, ja, habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Das versuche ich mir jetzt hier wieder eher abzugewöhnen, da wir eben Geld verdienen wollen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wo gehen wir denn hier rein? Welche Linie fährt hier schon? Beziehungsweise belegt hier schon einen Platz, diese. Das heißt, wir könnten hier rein. Macht das Sinn? Ja, das macht eigentlich durchaus Sinn. Wir gehen hier mal nach vorne. Und dann können wir das wahrscheinlich sogar in einem Happen verbinden. Können wir auch. Dann holen wir das andere Gleis hier hinten. Und schon haben wir das soweit erledigt. Dann können wir schon die Züge kaufen. Und als nächstes werden wir dann eine neue Personenlinie machen. Denn, wie so oft schon erklärt, diese Lebensmitteltransporte... Ja, toll. Diese Lebensmitteltransporte verdienen nur in eine Richtung Geld. Das müssen wir nochmal ändern. Ich hätte natürlich jetzt auch in dieses Gleis da reingekonnt, aber ich möchte das irgendwie, ja, anders haben. Nehmen das nochmal weg. So, jetzt mit dem richtigen Gleis ins richtige Gleis. So schwer kann es nicht sein. Wenn man von Anfang an gucken würde, könnte man sich das ersparen. Aber eben, labern, denken, machen, tun. Männer, Multitasking, das ist so ein Thema. Geh da rein. Dankeschön. Okay, wir brauchen eine Weiche, damit der Zug hier aussuchen kann, was er will. Thema X-Weiche, ganz klar. Mal gucken. Von oben geht es relativ selten. Deswegen mal von hier unten versuchen. Steigung zu groß. Ja, manchmal geht es halt einfach auch wirklich nicht. Wobei, ich versuche es mal noch aus der Richtung. Aber sonst machen wir halt einfach, ja, machen wir eine Oldschool-Weiche, ganz einfach. So, zack. So geht es natürlich auch. Braucht ein bisschen mehr Platz, ist aber auch okay. So, hier vorne gucken, in Wolfsburg selber. Da haben wir auch noch nichts. Mal gucken, vielleicht geht es hier. Und wenn nicht, gibt es auch hier eine Oldschool-Weiche, ganz einfach. Aha, auch Steigung zu groß. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe hier keine Steigung. Ah, jetzt geht es aber plötzlich von oben nach unten. Naja, gut. Auch okay. Dankeschön. Signale einmal hier. Gegenrichtung. Machen wir, würde ich sagen, im Tunnel drin. Aber wisst ihr was, das machen wir mit den anderen. Mit diesen U-Bahn-Leuchten. Ich fange jetzt mal hier hinten an. Mit dem Ganzen, da ich gerade das hier am Haken habe, da muss ich nicht wechseln. Das war die Idee. Wo haben wir hier die Weiche? Hier vorne. Einmal diesen. Und jetzt in die Gegenrichtung, würde ich mal sagen, das Gegensignal machen wir ein bisschen vor dem Tunnel. Okay, und jetzt nehmen wir hier die. Okay, und dann können wir nämlich im Tunnel drin noch was bewerkstelligen. Da muss man nur gucken, dass man sie richtig erwischt. Das wäre jetzt zum Beispiel falsch hier. Wir müssen das Signal ja rechts haben. Da muss ich, glaube ich, eher in die Richtung. Ja, das müsste passen. Okay. Und was ist das hier? Links. Okay, das ist tatsächlich sogar schon sogar unterschiedlich angeordnet. Oh, jetzt ist es aber doch falsch. Oh Gott, kriege ich das noch weg? Nicht, dass das ganze Tunnel... Ja, ich habe es fast geahnt. Beziehungsweise das ganze Gleis. Okay, wahrscheinlich habe ich es auch falsch angeklickt. Ist aber kein Drama. Das haben wir schnell wieder geschlossen. So, nochmal üben. Wir haben das ja eigentlich schon mal gemacht. Und haben gesehen, dass es funktioniert. Es ist ein bisschen frickelig. Also rechts wäre ja schon richtig. Oder auch nicht. Hier geht's. Moment, vielleicht aus der Richtung gucken. Ah, okay, so funktioniert's. Gut, dann haben wir die hier. Jetzt hätte ich sie aber eigentlich auch behalten können, denn hier vorne haben wir nochmal... Wobei, hier könnten wir auch, statt dass wir nochmal das gleiche machen, sind das längere Züge? Das werden längere Züge werden wahrscheinlich. Machen wir hier nochmal diesen.
und machen... Naja, hier ist zu knapp, aber hier auf der Brücke, wenn wir schon auf der Brücke ebenfalls Signale setzen können, dann nutzen wir das natürlich mal schamlos aus. Dann haben wir hier die Weiche und das Gegensignal. Das wäre dann eigentlich wieder im Tunnel drin. Das müsste man eigentlich wieder so machen. Moment. Zack. Okay, passt. Gut, Strecke haben wir. Haben wir ein Depot? Hier unten haben wir... Da oben haben wir eines. Das führt uns hier rein. Das bringt uns dann doch eher wenig. Wir könnten aber auch hier hinten natürlich noch ein Depot vertragen, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar ein relativ heftiges, damit der Bahnhof auch wirklich cool aussieht dann. Wir haben hier ja doch, das sieht eigentlich relativ nett aus, finde ich. Hier mit den Lastwagen und Co. Depot. Da die Fabrik. Mal schauen, was haben wir denn genau an Depots im Moment? Da kam nichts mehr Neues dazu hier. Das finde ich relativ sehr, sehr cool. Das ist halt ellenlang. Das haben wir in Hamburg. Oh, das würde aber von der Länge her... Von der Länge her würde das passen. Das möchte nur nicht irgendwie hier hin. Das ist irgendwas. Ach so, da ist noch eine Straße. Das ist natürlich eher blöd. Aber jetzt haben wir es so. Ja, und hier passt das in dem Sinne nicht hin. Biegen können wir es nicht. Wir hätten den Bahnhof natürlich biegen können. Das bringt uns aber nichts. Wie sieht es mit dir aus? Ah, du passt eigentlich hier hin. Gut. Da haben wir wieder ein bisschen das Problem, dass wir natürlich höher sind. Das Problem kennen wir eigentlich. Da ist die Straße im Weg, dann doch auf der Seite. Vielleicht wirklich... Oh, da kommt noch was Neues. Ah, ein Schiff. Oh, Schienenbus, sehr schön. Und Kesselwagen und Rungenwagen, neue. Kann natürlich auch nie schaden. Ich hoffe, ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier klicke, nicht, dass das Depot dann irgendwo im Schilf draußen steht. Aber das scheint zu funktionieren oder es hat funktioniert. Noch ein bisschen schöner drehen. Und dann hier möglichst an die Straße ran. Zack. Okay. Die Straße müssen wir dann natürlich auch mal noch entsprechend weiterziehen. Die Frage ist, wohin? Macht im Moment nicht viel Sinn. Wir lassen die mal, wie sie ist. Haben wir sie für später. Gleis. Da machen wir altes Gleis mit Oberleitung. Und da sieht man schon, das funktioniert sogar. Da kommen wir da problemlos rein. Gut. Signal. Einfach, weil ich gerne Signale habe. So, einmal hier. Und das würde dann auch passen. Dann brauchen wir die Linie. Neue Linie von hier nach hier unten. Nach Wolfsburg in den Güterbahnhof. Ja, sieht man, das passt. Das wäre dann Lebensmittel Wolfsburg. Ganz einfach natürlich. Lebensmittel Wolf. Ja, ja, genau. Wolfs. Burg, da habe ich ja mal noch ein S vergessen in der Eile letztens. Haben wir aber korrigiert. Gut, Linie haben wir. Wir haben Weichen, wir haben Signale, wir haben alles außer den Zug. Den kaufen wir jetzt. Mal gucken, was wir nehmen. Lokomotiven. Dürfte was schnelleres sein. Die hier wäre halt schon auch cool, aber die kostet halt gleich 7,3 Millionen und macht nur 90 km/h. Oh, ja. Okay, die Frage hat sich erübrigt. Ganz klar, die RE44, die gefiel mir bei Tränenfieber schon immer massiv. Die hier ist zu langsam, die würde ich gerne auch noch verwenden. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Fabrik in der Nähe einer Stadt haben, damit wir die einsetzen können. Oder hat irgendwo wirklich eine kurze Strecke, wo es auch nicht aufs Tempo ankommt. Gut, kaufen wir. Dann Wagen, da bräuchten wir Güter, da haben wir hier ja auch ein paar neue. Na, mal Lebensmittel. Sollen wir mal alle gleich machen? Wir machen mal alle gleich. Was ist hier ein schöner Wagen? Welcher würde hier gut dazu passen? Humserbier, okay. auch wir haben so viele. Was könnte man denn da nehmen? Diese blauen, die finde ich eigentlich auch relativ schön. Frico, okay, wir nehmen mal die. Mal gucken, wie der dann aussieht. Lebensmittel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal. Zwölfmal, acht, 96. Linie zuweisen. Lebensmittel Wolfsburg. Gute Fahrt. Okay. Gleich mal gucken. Ja, genau. Sehr schön. So eine richtig schöne alte Lokomotive. Und das ist jetzt hier mal ein bisschen Experiment noch, wie das aussieht. Mit,
lauter gleichen Wagen. Irgendwie mag ich das. Das sieht man schon auch relativ oft. Und das hat halt irgendwie was Wichtiges. So ein wichtiges Stück Gut, das hier transportiert wird, dass gleich ein ganzer Zug dafür verwendet wird. So, wir steigen mal ein. Die Strecke ist neu. Die haben wir noch nicht befahren. Und jetzt haben wir hier alles schon zweigleisig. Das machen wir von jetzt an immer. Das kostet nicht allzu viel Geld. Zu Beginn möchte ich das jeweils eben nicht haben. Das ist dann doch zu teuer für meinen Geschmack. Wenn wir sowieso ein paar Jahre nur mit einer Lok verkehren, reicht auch ein Gleis. Aber über die Phase sind wir hinweg. Also jetzt kommen immer zwei Gleise. Und dann werden wir nach und nach diese Strecke nachrüsten, dass hier dann weitere Züge raufkommen, sobald halt Bedarf besteht. So, jetzt gibt es eine längere Tunnelfahrt. Oder ist das noch das kürzere? Das ist, glaube ich, das kürzere. Rums. Ja, da vorne sieht man eigentlich schon den Ausgang. Der kommt irgendwie nur nicht näher. Ja, dann ist das doch schon das längere. Ja, da haben wir, glaube ich, sogar noch ein Signal drin. Irgendwas kommt da links daher. Und rechts jetzt auch, genau. Schon cool. Ich hoffe, die waren richtig rum. Das muss ich nachher nochmal kurz gucken. Ah, und dann hier auf die Brücke. Wisst ihr was, wir steigen mal kurz aus und gucken mal hier aus dieser Sicht noch. Wenn wir hier schon so eine schöne Strecke haben, wollen wir auch was sehen von dieser Strecke. Jetzt sehen wir den Zug gerade nicht so, aber okay. Ab ins Tunnel. Und jetzt kann ich nicht mehr einsteigen. Aha. Ich dachte, irgendwo sei hier noch das Fenster. Moment, wenn wir hier unten erwischen, dann können wir noch mal rein. So, okay. Jetzt muss ich aber tatsächlich die Signale da noch mal kontrollieren. Die Frage ist nur, wie ich das machen soll. Man kann ja ohne den Zug nicht ins Tunnel rein. Wenn man hier guckt, in welche Richtung, da ist das ist falsch. Habt ihr das gesehen? In der Gegenrichtung guckt es uns an. Das ist natürlich falsch. Das sollte in der Richtung gucken. Die müssen wir nochmal machen. Die schaden nicht, aber sie bringen halt einfach auch nichts. Von daher. So, und da habe ich jetzt einmal zwei Signale gesehen. Das ist ja auch interessant. Wie habe ich das denn gemacht? Naja, gut, eins nochmal weg. Nein, abreißen. So, passt. Gleis ist noch da. Jetzt müssen wir schnell gucken. Also du bist mal schon mal falsch. Es ging halt relativ einfach hin. Das war das Problem. Deswegen habe ich es so gemacht. Na? Jetzt geht es gar nicht mehr weg. Arg. Okay, eben. Es ist in dem Sinn auch nicht tragisch. Kann ich hier auch das Gleis nicht? Doch, hier geht's. Gleis. Hier kann ich wieder nicht mehr. Und wenn ich nur das Signal möchte, dann wird es irgendwie schwierig. Ich klicke und es passiert nichts. Mal aus der Richtung probieren. Wo bist du? Hier unten. Ein Signal wird entfernt. Okay, gut, da wird die Schiene eben auch entfernt. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht hier schon mal den Pausenmodus aktiviert. Nicht, dass der Zug ein Durcheinander bekommt. Okay, und jetzt das richtige Signal. Rechts. Okay, rechts wäre eigentlich was wir brauchen. Das kriege ich aber hier nicht hin. Seht ihr das? Das ist dann, das ist doch links. Also gut, je nachdem von wo man guckt. Das ist irgendwie interessant. Ah, jetzt hatte ich es gerade. Moment, Moment, nochmal drehen. Ja, je nachdem von welcher Richtung man guckt, ist natürlich doof, denn das hier ist die Richtung, in die wir fahren. Also muss das Signal hier rechts hin. Geht so aber nicht. Das ist schon merkwürdig. Wenn ich so mache. Vorher hatte ich es mal ganz kurz. Seltsam. Ich dachte beim ersten Ding ging es einfacher, beim ersten Tunnel, als wir das gemacht haben. Oder habe ich sie da auch falsch hingestellt? Das würde dann in den Kommentaren stehen. Ihr merkt schon, ich rede von der Zukunftsform, weil die Folge noch nicht raus ist. Aber dann wüsste ich das für die Zukunft. Okay, das irgendwie, das ist mir zu frickelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann machen wir hier Oldschool-Variante. Ne, jetzt möchtest du auch hier hin? Was ist mit euch Signalen los? Habt ihr irgendwie im Tunnel drin eine Macke? Wir kommen doch von hier. Rechts ist doch dann hier. Also eben nicht da, sondern hier. Dann geh doch hier hin.
Warum möchten die das denn jetzt nicht? Ja, da wird's gehen. Ich möchte es aber hier auf die rechte Seite pappen. Sag mal. Ich würde gern weiterbauen, aber irgendwie... Sag mal, jetzt habe ich irgendwie aber voll die Krise in Sachen Signale. Hier geht's. Hier möchte es nicht. Warum nicht? In die Richtung gucken? Ah, zack. Okay, und jetzt ist das Richtige. Jetzt sehe ich es natürlich wieder nicht. Es müsste richtig sein. Doch, doch, das guckt nach vorne. Ist ja interessant. Teilweise geht's, teilweise geht's nicht. Es ist halt ein bisschen frickelig. Ist natürlich auch, ist eine Mod halt. Ich glaube, die hier sind auch falsch. Aber wisst ihr was, die lassen wir mal. Einfach auch, weil sie nett sind. Dann machen wir dich hier hin. Und mal gucken, ob ich dich noch auf die andere Seite kriege. Und dann hätten wir hier sozusagen dann die Signale, die funktionieren. Und die anderen, die sind dann halt ein bisschen, ja, Zugabe. Ihr seht, also, teilweise geht's und dann geht's wieder nicht mehr. Ja, das wäre genau, was ich wollte. Dankeschön. Okay, puh. Wir haben die Signale besiegt, sozusagen. Kann ich wieder laufen lassen. Hier wird es noch kein Essen haben für Wolfsburg. Nein. Wie sieht es hier hinten aus? Brauchen wir Verstärkung bei den LKWs? Nö. Das passt auch. Dicke. Okay, da können wir das Ganze noch so laufen lassen, wie wir das bis jetzt haben. Gut, Personenzugstrecken. Jetzt, wir waren schon länger nicht mehr in Weißwasser, wir waren schon länger nicht mehr in Hamburg. Ich würde eigentlich ganz gerne hier in Hamburg mal noch ein bisschen weitermachen. Damit, oh, guck mal, da haben wir sogar Leute. Sehr schön am Hafen. Ja, Schiff Hamburg, Weißwasser, 11 Leute. Sehr schön, gefällt mir. Gut, wir sind hier natürlich sowieso noch völlig am Anfang. Die Stadt, die braucht noch alles Mögliche, das kann man hier ja sehen. Baumaterial, Maschinen und. Hier oben noch Werkzeuge und so weiter. Nahrung haben wir hier mal ein bisschen. Aber das gehen wir später an. Ich möchte jetzt, wie gesagt, eine Personenlinie noch machen. Die Frage ist, wo wollen wir denn hin? Berglon hätten wir da. Da hätten wir Elgersburg. In die Richtung sind wir mal eigentlich so weit gekommen. Beziehungsweise hier hinten fehlt noch ein Dörfchen. Aber wisst ihr was, das könnte man eben auch von Wien aus hier hin und dann mit den Schienenbussen, wenn wir die jetzt schon haben, dass wir das so verbinden. Das wächst ja je nachdem vielleicht sogar noch ein bisschen zusammen hier, wenn es größer wird. Sollen wir das mal machen, bevor wir Hamburg machen? Ich würde mal sagen, ja, wir machen das. Und dann von Hamburg aus gucken wir, dass wir vielleicht mal noch eine längere Strecke machen. Irgendwie hier so dem Fluss entlang und dann irgendwo nach Rinteln oder so. Das werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Jetzt würde ich hier gerne Schienenbusse mal installieren. Können wir da vielleicht sogar die Strecke, ja, ja, die können wir eigentlich mitverwenden. Und dann gehen wir hier raus, dann können wir hier wieder der Straße folgen. Genau wie wir es gemacht haben, hier mit dem roten Pfeil. Oder besser gesagt, den roten Pfeilen. Wie schnell ist denn so ein Schienenbus? Wisst ihr was, das gucken wir zuerst mal. Damit wir wissen, welche Gleise hier Sinn machen. 90, das heißt, hier reichen. Und das ist ein Diesel. Da müssen wir keine Oberleitungen machen. Ist das ein Diesel? Ich gucke nochmal, bevor ich hier Käse erzähle. Triebwagen. Dieselbetrieben. Okay, bestens. Dann machen wir hier mal wieder Oldschool. Nämlich altes Gleis ohne Oberleitung. Hier haben wir natürlich schon Oberleitungen. Das ist aber okay. Gut, hier raus. Würde ich mal so. Okay, und dann kommen wir da eigentlich schön an die Straße ran. Das passt ja schon mal perfekt. Nehmen wir dich noch mit. Gehen hier rein. Passt auch. Und dann bauen wir das hier der Straße lang. Das finde ich eine sehr schöne Sache, dass man das machen kann. Das habe ich mir eigentlich bei Tränenfieber schon ein paar Mal gewünscht gehabt. Aber ja, ging halt einfach nicht. Hier geht's. Also werden wir das natürlich auch entsprechend ausnutzen. Zumindest bei Strecken, die nicht irgendwie ein horrendes Tempo verlangen. Wenn wir Tempo brauchen, dann macht das natürlich nicht viel Sinn. Denn dieses Geschlängel, das geschieht sozusagen auf Kosten der Geschwindigkeit. So, mitnehmen. Und zusammenhängen. Und jetzt gucken wir mal hier hinten. Das ist ja dann eh ein neues Städtchen, was wir haben. Messekow. Okay, wohin mit dem Bahnhof? Also das schreit danach hier. Das ist gar keine Frage. Jetzt, das ist so ein
eher ländliches Städtchen. Da würde ich eigentlich gerne einen kleinen Bahnhof haben. Oder nicht einen kleinen, aber einer, der klein wirkt. Und wir haben hier endlich noch einen neuen. Wenn es den geladen hat und wenn der schon zu haben ist. Ja, geladen müsste es ihn haben, aber ich sehe ihn nicht. Das ist so der, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der, wo man einfach Übergänge hat. Ein Gebäude in dem Sinn hat es nicht. Aber gut, dann gibt es den wahrscheinlich einfach 1950 noch nicht. Da müssen wir mit auskommen. Dann machen wir doch so einen Haltepunkt Oberberg. Kleiner Bahnhof für Personenzüge. Gleise machen wir doch mal 6. Länge. Ein bisschen Länge brauchen wir. Hier wird später auch mal noch irgendwie was anderes verkehren. Deswegen mache ich den mit Oberleitung. Denn nachher den wieder ausbauen, wir kennen das. Dann ist wieder alles im Weg. Durchgangsgleise brauchen wir nicht. Zweiten Straßenanschluss machen wir mal. Wenn wir dich jetzt hier so schön drehen, dann kostet uns das Gebäude. Das wäre natürlich, im Prinzip ist das wieder ein Kopfbahnhof. Aber wir können auch hinten wieder noch raus. Nur der zweite Straßenanschluss, der ist nicht so toll. Denn so geht es ohne, dass was kaputt geht. Ich würde das glatt mal so machen. Zack. Dann haben wir nochmal einen schönen zentralen Bahnhof. Gut. Straße nehmen. Oh, und jetzt geht wahrscheinlich, ja genau. Jetzt geht wegen der Straße das Haus flöten. Ah, nee, guck mal, da kann ich ja tatsächlich so raus. Ja, dann machen wir das. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ah, ich möchte das nochmal so haben, wie ich es gerade gemacht habe. Ah, so. Okay, frag mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber es geht. Ist ja interessant. Dann können wir das hier ein bisschen breiter machen. Nehmen wir. Und vielleicht in die Richtung noch ein bisschen mit der Straße raus, damit wir hier irgendwie noch die Bushaltestelle hinbekommen. Das darf dann auch gerade sein, soweit das funktioniert. Gut. Ja, hinten Straße macht im Moment keinen Sinn, aber wenn wir hier tatsächlich mit den Gleisen mal noch die Häuser durchgehen, zum Beispiel nach Schaffhausen, dann können wir die Straße da natürlich auch noch hinmachen. Gut. Gleis, wo wollen wir rein? Nach Langensalzwedel werden wir auch mal noch. Ich würde mal sagen, wir nehmen die goldene Mitte. Kommen wir hier rüber? Ja. Oder wir machen es aus der anderen Richtung. Das ist einfacher. Dann wissen wir, wo wir lang müssen. Oder wo wir lang können. Oh, Baureihe V80. Sehr schön. Nochmal was für den Cargo-Betrieb. Eigentlich wäre es relativ cool, wenn wir hier irgendwie noch rüber könnten. Und das Ganze eben entsprechend einfach ein bisschen geschlängelt machen. Aber dann nehmen wir doch diese Gleise. Das ist dann einfacher. So, haben wir die richtigen? Jawohl. Hier rüber. Und jetzt mit einer Kurve. Eben Schienenbusse. Die haben in dem Sinn keinen Bedarf an Tempo. Schön, wie das genau mit der Kurve hier ging jetzt. Okay, nehmen wir mit. Halt. Hier wieder schnappen und zurück. Und dann kommen wir hier eigentlich fast rein. Mal gucken, ob es in kleineren Schritten geht. Jawohl. So, zweites Gleis haben wir hier hinten irgendwo liegen gelassen. Das war hier. Auch eine schöne Strecke für Schienenbusse. Hat ein bisschen natürlich was jetzt vom von der Konstruktion her, auch von der Strecke von den roten Pfeilen. Aber ich finde das nett. So für eher die Agglomeration beziehungsweise so kleine Dörfer im Umland ist doch das eigentlich relativ nett. Gut. Hier noch rein. Dann haben wir das schon. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Weiche hin. Ja, Krümmung zu groß. Das wird in die Richtung auch nicht groß anders sein. Jawohl, geht nicht. Aber hier geht es natürlich. Hier sollte sogar eine X-Weiche funktionieren. Sollte. Aha, die Betonung liegt definitiv auf sollte. Steigung zu groß. Das ist jetzt eben genau das. Wo ist denn hier eine Steigung zu groß? Ich weiß nicht. Das müsste man wirklich mal noch nachpatchen. Ich weiß, dass man es ganz genau treffen muss und hier ganz genau auf diesen Kasten achten soll. Aber man sieht, teilweise geht es halt einfach trotzdem nicht. Und das ist natürlich schade. Bei Tränenfieber beim Vorgänger ging das so einfach. Oh, aber das geht. Gut, dann machen wir es so. Dann haben wir hier wieder die Oldschool-Variante. Und hier hinten haben wir ja eine Weiche. Da müssen wir jetzt noch Signale setzen. Da haben wir welche und hier unten haben wir eine X-Weiche. Jawohl, gut, das passt. Linie.
beziehungsweise ja, die Signale fehlen noch, aber machen wir auch gleich. Nach hier hinten. Ne, falsche Stadt. Moment, hier unten war's. Auch nicht schlecht. So, und das wäre dann ganz einfach Regio. So wie die andere in Schaffhausen ist das die Regio Wien. Messe Co. Okay, gekauft. Zack und weg. Und dann kommen wir zu den Signalen. Nehmen wir wieder die. Mal gucken. Das Signal vor dem Bahnhof, das müsste dann eigentlich hier sein. Da kommt die Weiche. Dann das Gegensignal. Ja, wir machen die jetzt mal hier halt doch eher für die Schienenbusse. Die sind ja nicht allzu lang. Ich hoffe, die kosten auch nicht allzu viel. Das werden wir gleich rausfinden. So, okay. Die haben auch ebenfalls keine großen Kapazitäten. Da müssen wir dann auch ein bisschen gucken. Gegensignal machen wir noch hier. Und jetzt von hier kommend. Das passt eigentlich schon. Das Signal vor der Straße. Das wäre dann für diese Weiche. Und aus der anderen Richtung kommend haben wir da eins. Da würde ich hier mal noch ein Signal hinsetzen. Auch vor der Straße natürlich. Okay. Gucken, was hat das Spiel hier gemacht. Wunderbar. Das Ganze verteilt auf die beiden möglichen Schienen. Okay, wir brauchen die Schienenbusse. Wie sind wir denn hier auf dieses Gleis gekommen? Da habe ich einen leisen Verdacht, dass wir hier hinten irgendwo... sag mal, sonst geht's euch hier gut? Guckt euch das mal an. Ja, das kommt, wenn man nicht reserviert. Wenn man nicht die Gleise rauszieht. Jetzt haben die hier schon einen neuen Stadtteil hingestellt. Heiliges bisschen. Jetzt dachte ich gerade, wie kann man denn den Bahnhof hier in die Mitte reinstellen, wenn hier überall... Das haben sie nachträglich gebaut. Gut, aber haben wir denn hier ein Depot? Das war eigentlich die grundsätzliche Frage. Das müssen wir nachher wieder abreißen. Sonst kommen wir da mit dem Bahnhof wieder vorne noch hinten raus. Ich sehe da kein Depot, aber dann machen wir das doch anders. Haben wir nicht hier irgendwie eins gebaut oder wollten wir? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Wie haben wir denn die roten Pfeile darauf gekriegt? Auf die Strecke. Das ist ein Straßendepot. Und hier sehe ich nichts. Ah, Moment, hier ist nochmal was. Ah, hier. Prellbock-Depot. Okay, das bringt uns aber nichts. Wir müssen ja von hier kommen. Aber warum nicht hier unten auch nochmal ein Depot auf der Seite? Dann hätten wir hier auch noch ein bisschen was. Wobei hier bauen sie. Hier haben wir Straße. Aber hier könnten wir noch eins hinstellen. Und da würde ich eigentlich... Wobei, wir gucken mal. Was haben wir? Depot. Das haben wir gerade verwendet. Aber das finde ich zum Beispiel auch relativ schön. Oder hier auf die Seite. Das ist dann die Frage. Mal schön drehen. Andere Richtung. Mal gucken, ob wir das nicht... Kriegen wir das nicht da rein, ohne dass das Haus da kaputt geht. Das ist ja dann wieder doof. Geht nicht. Okay, dann an das Haus ran. Und hier an die Schienen. Kommen wir da vorne raus? Das ist wieder die andere Frage. Wir bauen es mal und gucken. Das kostet 80.000. Das gönnen wir uns, dass wir das mal testen. Da ist ein Stein im Weg. Okay, aber der interessiert uns dann doch nicht so massiv. Ja, geht schon. Wenn wir das hier so ranpappen, dann können wir hier nämlich auch rein. Früher oder später. Oh, aber nicht, wenn die Krümmung zu groß ist. Ah, Moment, geht. Gut, Schwein gehabt. Gekauft. Ein Signal. Von hier kommen wir. Hier gehen wir rein. Dann können wir das Signal hier hinstellen. Ist jetzt ja genau hinter dem Masten, aber okay. Gut. Wir kaufen uns Schienenbusse. 700.000. 14 Personen. Machen wir mal einmal, zweimal, dreimal. Und dann aber, Moment. Rauf. Runter. Dann haben wir drei. Sollen wir vielleicht sogar vier machen? Ja, wir machen vier. Also vierer Traktion sozusagen. Runter. Und nochmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt wurstelt sie alles ein bisschen durcheinander. Dann ziehen wir die runter. Das ist am einfachsten. Du gehst runter. Dann gehst du wieder rauf. Und
jetzt geht hier noch einer rauf und du gehst auch hier rauf und dann haben wir die 2x4 und dann testen wir das mal aus, wie das mit denen läuft. Die können wir noch verlängern. Ach, wisst ihr was, wir machen 5. Die kosten ja nicht viel. So, also du gehst wieder runter, du gehst wieder rauf und dann haben wir 2x5. 70 Leute wären das. Linie zuweisen. Regio, 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 Regio. Wien, Messeko. Okay, und dann schauen wir uns das natürlich mal noch an. Nett. Ja, in 5-Fachtraktion hatten wir die noch nie am Start. Hat aber was. Oh, und der Sound. Sehr, sehr nett natürlich. Gut, und dieses Depot hier, das passt meiner Meinung nach halt auch perfekt hier hin. Das hat nochmal ein bisschen was von der Bahn. Hier bauen sie entlang, hier rein. Das ist genau, wie es sein soll. So, fahren wir mit dem noch mit? Ich würde mal sagen, klar doch. Das können wir uns noch. Wobei, das gucken wir lieber von außen. Maus verstecken. So, was für ein schöner Bahnhof. Immer wieder. Wie sieht es eigentlich sonst hier aus in Wien? Wir werden gleich wieder einsteigen. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier tatsächlich, das ist doch eine klassische Bahnhofstraße, wie man sie kennt. Das ist ja cool. Die haben hier tatsächlich gebaut wie die Wilden. Guck mal, hier sogar direkt vor das Bahnhofsgebäude. Hier dazwischen. Da gingen auch noch Häuser. Das finde ich auch cool, dass das dynamisch funktioniert. Also die brauchen nicht immer den gleichen Platz, sondern die Gebäude werden halt entsprechend den Platz hingestellt. Guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Das ist doch... Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Lange Zeit war... wie heißt das Städtchen? Brilo war lange Zeit die größte Stadt. Wie sieht das denn jetzt aus? Wow, okay, aha, ich hab's fast vermutet. Guckt euch das mal an. Wien, 1130. Warum das? Vielleicht hängt das mit der Anzahl Gleise zusammen, die man verlegt und dann die Leute reagieren darauf. Das kann doch sein. Ich wüsste das jetzt nicht wirklich. Wow, okay, Brilo ist immer noch Zweiter. Dann Zella, Hamburg und Weißwasser hier unten. Ja, um Weißwasser müssen wir uns eben auch dringend mal noch kümmern. Wo ist unser Schienenbus? Ach, der ist schon hier vorn. Okay, einsteigen. Die Strecke da den Häusern entlang, die kennen wir ja schon. Da sind wir mit dem roten Pfeil schon rumgedüst. Und das kann sehr gut sein, dass wir hier natürlich relativ schnell Verstärkung brauchen. Aber wir können, bevor wir hier nochmal ein paar Wagen anhängen, dann müssen wir den Zug zuerst wieder ins Depot schicken. Können wir natürlich auch einfach nochmal 2, 3 solche 5er-Kombinationen, 5er-Traktionen auf diese Linie setzen. Die ist eigentlich lang genug, die würde das verkraften. Aber das werden wir jetzt einfach beobachten. Wenn wir sehen, dass wir mit diesen Kapazitäten hier ins Hinkommen, dann gibt es hier einfach entsprechend Verstärkung, ganz klar. Schöne Strecke, ähnlich wie die vom Roten Pfeil. Erinnert mich gerade wieder ein bisschen an meine Jugend. Oh, haben sich hier noch die schnellen Gleise eingeschmuggelt. Eieiei, okay, das ist aber egal. Dann haben wir hier schon mal für die Zukunft gebaut. Ist ja auch okay. Aber nett hier, der Straße entlang und jetzt sind wir eigentlich schon in der Stadt drin. Einmal um eine Kurve. Sehr nett. So, hier wieder ein bisschen Google. Weil wir Schiene über Straße gebaut haben, statt umgekehrt. Aber für jeden Schienenbus möchte ich dann eben doch nicht Straßen abreißen. Das werden wir machen bei den schnellen Zügen dann. Wenn wir wirklich schnelle Züge haben, ganz klar, dann werden wir auch anders bauen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Dann werden wir definitiv die Straßen wegnehmen, bevor wir die Schienen hinmachen. Gut, haben wir schon jemanden hier? Nö, noch nicht. Aber die haben da auch noch keine Busse. Das müssen wir dann noch kurz angehen. Jetzt möchte ich schnell gucken, haben wir hier. Regio Schaffhausen-Wien 30. Nein, die andere Regio-Linie hat auch noch keine Passagiere. Das wird aber kommen, ganz klar. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge morgen werden wir dann Messekow mit Bussen beglücken, ganz klar. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.